in der Klinik am Südring. In der Notaufnahme erwartet Assistenzärztin Viola Grewe einen Möbelpacker, der schwer gestürzt ist. Auch die Ehefrau des Patienten ist vor Ort. Okay, also das ist der Herr Carlos, der hat sich bei der Arbeit verletzt als Möbelpacker. Ja. Und zwar war das folgendermaßen, er ist rückwärts die Treppe runtergegangen und dabei ist ein Schrank auf ihn gestürzt. Okay. Genaue Informationen haben wir jetzt allerdings nicht. Es kommen aber später noch zwei Kollegen von ihm. Das ist gut. Ja, die werden dann irgendwie nähere Auskunft geben. Aber das ist ja schon komisch, das passiert ja nicht einfach so, ne? Ja. Von der Notärztin wusste ich eigentlich nur, dass Herr Karloff unter einem Schrank gefunden war. Es war nicht klar, ob er am Kopf getroffen wurde, ob er am Arm getroffen wurde. Und für uns war es jetzt erstmal wichtig herauszufinden, ob es irgendwelche schwerwiegenden inneren Verletzungen oder besonders Verletzungen der Halswirbelsäule oder des Rückens gegeben haben könnte. So, Herr Karloff, können Sie mich hören? Mhm. Ja. Lola, kannst du das einmal kurz Sie hören? Haben wahrscheinlich starke Schmerzen, ne? Wo tut's denn am meisten weh? Wahrscheinlich im rechten Arm, ne? Genau. Wissen Sie denn genau, was passiert ist? Am besten ja, er hat vor zwei Monaten oder seit zwei Monaten schon Beschwerden der Schulterschmerzen. Ja. Habe ich extra gesagt, er soll zu Hause bleiben. Dann hat er zwei Wochen okay drauf gehört und dann sagt er, jetzt muss er leider wieder arbeiten. Also nur zwei Wochen, nach zwei Wochen. Ja. Seine Ehefrau hat eine besonders wichtige Rolle gespielt, weil sie darauf hingewiesen hat, dass er schon vorher, vor diesem Unfall, Probleme in der Schulter und in dem Arm gehabt haben musste. Und das war für uns natürlich ein Hinweis, dass es vielleicht schon vor dem Unfall eine Ursache gegeben haben könnte. Oder vielleicht einen Grund, weshalb es überhaupt zu dem Unfall gekommen ist. Der Patient selbst ist zu benommen und verwirrt, um den Unfallhergang zu schildern. Aber vielleicht können seine Kollegen Licht ins Dunkel bringen. Sie haben den Treppensturz mitverfolgt. Hallo, Sie sind Kollegen von dem Herrn Karloff? Genau. Wunderbar, das ist perfekt. Sie haben sich auch verletzt. Lass uns mal kurz. Mhm. Ja gut, das gucke ich mir gleich an. Ich glaube, das ist aber nicht so schlimm. Das Wichtigste ist, dass Sie mir erstmal erzählen, was genau passiert ist. Der Herr Karloff ist nicht ganz bei sich. Der konnte mir leider nichts Genaues zum Unfallhergang erzählen. Und Sie wissen da ja wahrscheinlich mehr. Ich weiß nicht, wie es kommen konnte. Also ich habe einfach nur ganz normal getragen, den Schrank. Auf einmal fällt das Ding runter. Ich weiß nicht, was... Aber Sie haben den zusammengetragen? Also Sie waren oben an der Treppe und der Herr Karloff war unten und sollte den Richtig. Ja. Also er ist neu, wird angelernt von uns. Ja. Ich arbeite mit meinem Chef. Also wir sind auch privat super Freunde. Wir arbeiten seit 15 Jahren zusammen. Und in den ganzen 15 Jahren ist noch nie was passiert. Das also ist wirklich kann komisch, ich mir nicht vorstellen, recht. Dass er da einen Fehler gemacht hat. Das kann nur an ihm gelegen haben, dass vielleicht die Kräfte verloren haben. Aber oder so. Ich habe dir aber fünfmal oder sechsmal habe ich dich gefragt, traust du dir das zu? Und immer wieder sagst du, ja, klar, kein Thema. Ja, aber was kann ich denn sagen? Bleiben Sie erstmal ruhig. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt rausfinden, was mit Ihrem Chef passiert ist. Ne? Das ist jetzt erstmal das Allerwichtigste. Also ich kann es mir nicht erklären. Eigentlich hatte ich mir erhofft, von den beiden Kollegen weitere Informationen über den Tathergang herleiten zu können. Dazu ist es leider nicht gekommen, da der junge Kollege die ganze Zeit beschuldigt wurde, er wäre im Endeffekt für den Unfall verantwortlich gewesen. Was wichtig für mich war, war, dass er aber von Anfang bis Ende starr bei seiner Aussage blieb. Er hatte damit nichts zu tun. Er hat den Schrank bis zuletzt festgehalten und er wäre ihm praktisch aus der Hand geglitten, weil das eigentliche Problem wohl unten bei Herrn Karloff stattgefunden hatte. Ich würde Ihnen mal einen CT schicken. Okay. Da gucken wir einfach mal, weil wir auch nicht genau wissen, hat es ihn genau am Kopf getroffen, hat es ihn am Brustkorb getroffen. Und da können wir einfach noch mal, ich kann zwar von außen jetzt so schauen, aber dann sehen wir einfach noch mal, ob es vielleicht innere Verletzungen gibt. Das wäre auf jeden Fall in dem Fall ganz wichtig. Herr Karloff, alles gut, ja? Wir kümmern uns darum. Das Rätselraten um den genauen Unfallhergang beim Umzug geht weiter. Der 46-jährige Möbelpacker hat nach wie vor starke Schmerzen im Arm. Doch wider Erwarten sind sogar die Röntgenbefunde unauffällig. Ich kann Ihnen das auch ganz kurz noch mal zeigen. Das hier ist Ihr Oberarm und hier sieht man dann die Schulter. Und ich kann, also das Bild sieht wirklich aus wie aus dem Bilderbuch. Da ist nichts gebrochen, das ist alles so, wie es sein soll. Ja, Gott sei Dank. Das ist auf den ersten Blick ganz gut, aber die Frage ist natürlich, was ist dann los? Weshalb haben Sie so Schmerzen im Arm? Ich würde mir noch mal ganz kurz Ihren Arm angucken. Normal ist ein CT dafür da, um uns Antworten zu geben und nicht, um noch mehr Fragen aufzuwerfen. In unserem Fall war es nun aber so, dass das CT wunderbar perfekt bilderbuchmäßig war und wir nichts gefunden haben. Und das erklärte natürlich immer noch nicht Herr Karloffs Schmerzen und seine Bewegungseinschränkungen im rechten Arm. Ich mache noch mal vorsichtig. Ah, ja. Hier tut es besonders weh. Mhm. Also Sie sagen, ich muss das noch mal kurz zusammenfassen. Sie haben zwei Wochen Pause gemacht und haben dann wieder angefangen zu arbeiten. Ich habe zwei Wochen halt den ganzen Büroscheiß vom ganzen Jahr mehr oder weniger versucht wegzuarbeiten. Da sind wir am Computer gesessen. Nein, nein, nein. Und normalerweise sitzen Sie nicht am PC? Ja, seltener, ne? Ja.
Haben Sie schon mal was vom Tennisarm gehört? Das Wort kennen Sie wahrscheinlich. Das ist ein Tennis. Ja, das ist, das, also der medizinische Ausdruck dafür ist Epikondylitis. Das heißt, dass Sie sozusagen eine Nervenreizung hier in dem Gebiet haben. Deshalb hat das auch so extrem wehgetan, als ich gerade hier angefasst habe. Ich möchte jetzt nicht nochmal wiederholen. Wovon kommt das? Das kann nämlich genau davon passiert sein, dass Sie 2 Wochen lang am Schreibtisch gesessen haben, was für Sie eine ungewohnte Tätigkeit ist. Und gerade dieses die ganze Zeit an der Maus sitzen, den ganzen Tag klicken, wenn Sie dann noch auf einem nicht so guten Schreibtischstuhl saßen oder der vielleicht falsch ein... Also besser körperlich arbeiten als am Schreibtisch sitzen. Das ist jetzt die Aussage, ja. Das ist die Aussage. Erstmal ja. Genau, aber erst, wenn Sie sich ausgeruht haben. Man könnte natürlich denken, für einen Möbelpacker wären 2 Wochen Schreibtischarbeit eine Art Erholung oder Urlaub. Aber in dem Fall von Herrn Karloff hat es genau das Gegenteil bewirkt. Durch eine Position, die er sonst normalerweise bei der Arbeit nicht einnimmt, durch das tagtägliche Sitzen mehrere Stunden lang und die Arbeit mit der Computermaus, hat er seinen rechten Arm so überansprucht, dass es dann zu einem, wir nennen das Schulter, Armsyndrom und zu einem Tennisarm kommen konnte. Dadurch, dass er immer in der gleichen Haltung saß, vielleicht sogar auf einem schlechten Schreibtischstuhl, hat er die Sehnen einfach überansprucht. Es kam zu einer leichten Entzündung, vielleicht wurden sogar ein paar Sehnen eingeklemmt und das führt dann im Endeffekt zu diesen extremen Schmerzen, die auch bei Herrn Karloff aufgetreten sind. Ja, im Endeffekt würde es wohl so gewesen sein, dass ich vielleicht doch hätte noch ein bisschen warten sollen. Ne? Was ich gesagt habe. Und irgendwann ist mir die Kraft weggegangen und und dann war der Schrank schon unterwegs in meine Richtung. Da war es zu spät. Ne? Also war Ihr Kollege dann doch im Endeffekt? Ja, da kann der Junge nichts dafür. Ich hab gesagt, dass ich tut mir leid, aber... dann war es sicherlich meine Schuld und nicht seine. Ne? Sie haben es ja auch nicht bewusst gemacht. Von daher. Ist nichts großartig. Zwei Wochen... Das hat er erstmal so einen guten Monat auf euch gestellt. Da werden wir wohl noch einen dazu holen müssen. Sonst kriegen wir das nicht geschafft. Ich hab schon mit meinen Brüdern telefoniert. Die helfen uns. Kurier dich bitte aus. Tu es mir zuliebe, tu es deiner Frau zuliebe. Hast du schon 2 auf jeden Fall, die jetzt auf dich aufpassen? Therapeutisch war es bei Herrn Karloff eigentlich relativ einfach. Er muss auf jeden Fall ein bisschen kürzer treten, sollte in nächster Zeit nichts Schweres schleppen, sollte sich aber ansonsten völlig normal und frei bewegen. Zusätzlich habe ich ihm noch Physiotherapie aufgeschrieben und eine Armmanschette, die einfach die beanspruchten Sehnen ein bisschen schont. Und dann sollte das auch eigentlich in den nächsten 2 bis 3 Wochen alles wieder geklärt sein. Gleich nach seiner Entlassung aus der Klinik hat der Möbelpacker eine Physiotherapie begonnen, damit die Nervenreizung im rechten Arm schneller abklingt. 3 Wochen später waren jegliche Schmerzen verschwunden und sein Arm wieder voll belastbar.